Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Elex. Letzte Mal haben wir uns um, ja, Duras gekümmert, welcher nun leider nicht mehr an unserer Seite ist, woran er aber auch selber schuld ist. Hatte uns ja stetig bedroht und stetig gesagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Hinterrücks noch einen Mann ermordet, also ist jetzt auch nicht gerade jemand, den man unbedingt in den eigenen Reihen haben möchte, der zu seinem eigenen Vorteil mordet, wirklich komplett mordet. Irgendwann machen wir das dann auch immer auch und dann ist es unsere Aussage wieder voll hinfällig, aber erstmal ist das nicht so. Wir werden jetzt dann heute erstmal, genau, eigentlich müssten wir noch Rock besuchen, damit wir Rock für Torgal zurückholen. Würde aber erstmal nochmal kurz zur Hotelruine gehen. Und mit Ragnar dann reden, weil wir ja Duras ja beseitigt haben. Mal schauen, was dabei herauskommt. Duras wurde gerichtet. Das sind keine guten Nachrichten, aber gut, dass es erledigt ist. Hier hast du deine Belohnung. Nochmal 500 Splitter. Wir hatten, glaube ich, 1000 bekommen schon, dass wir die Nachricht sozusagen gegeben haben und jetzt nochmal 500. Also, lass die Technik lieber stecken. Nee, lieber mal jetzt erstmal nicht. Also haben wir jetzt schon 8000 Splitter mittlerweile. Damit sind wir schon mal auf einer recht guten Seite. So, ich glaube, wir hatten jetzt auch noch keinen Punkt weiter. Genau, wir wollten da mal gucken. Wo auch mal Gerissenheit, Intelligenz, Konstitution. Aber die will ich sowieso nicht nehmen. Also viel auf Intelligenz müssen wir noch setzen. Hier brauchen wir Stärke 55, Geschicklichkeit 35, Wuchtschlag, mal nochmal Gerissenheit. Ich muss mich aber auch noch gucken. Also ich werde auch demnächst auf Intelligenz gehen. Aber erstmal hatten wir gesagt, wir wollen die Stärke erhöhen, ne? Die Stärke wollen wir erhöhen. Goliath, die Stadt der Berserker. Ihr Name Goliath leitet sich aus einem Wort aus der alten Welt ab. Goliath. Es stammt aus einer alten, fiktiven Geschichte namens Dave und Goliath. In der Geschichte kämpft ein gewisser Dave an der Seite seiner Freundin Jude gegen Goliath. Zumindest hat mir das einmal jemand erzählt. Interessant, vielleicht lernen wir durch den ein bisschen die Geschichte kennen. Duras war ja immer noch, Troll, ja, voll interessant. Peche mal, so, Zwinge. Welche Stärke brauchen wir denn da? Guck mal, genau, wir kriegen plus 13, wenn wir das erhöhen. 44, also noch zwei Level auf 45 hoch und dann können wir richtig loslegen. Hier nicht gerne gesehen. Ja, aber ich habe die jetzt nur mal da und die brauche ich auch, um mich zu teleportieren. So, dann suchen wir mal Rock jetzt auf. Danach werden wir, glaube ich, hier ist ein wenig besorgniserregend. Mein Freund, du kommst von hier. Hier habe ich dir denn Hintern gerettet. So. Mit Duras am Anfang noch, welcher nun mal leider nicht mehr unter uns weilt. So. Dann hüpfen wir mal hier einfach mal über die Barrikade rüber. Und dann werden wir mal. Ups, da ist noch eine schöne Fähigkeit. Die Dinger könnten wir eigentlich nochmal einsetzen von den Alps. Die machen ja eigentlich auch nicht gerade wenig Schaden. Da werden wir auch mal einige los. So. Wir müssen jetzt erstmal die Straße folgen bis ungefähr unter dem Dings dahin. Da drüben! Oh. Falk macht auch gut Schaden. Finde ich nicht schlecht. So, ein bisschen Blümchen sammeln. Jetzt glaube ich, ich hatte jetzt die Persönlichkeit sehr hochgepusht, ne, auf die 2. Jetzt müssten wir den ja überreden können. Ich höre sie, aber sehe sie nicht. Wo zwei Hände mich auch mal interessieren würden.
ist, wenn ich das I drücke und danach die nächste Fähigkeit, da habe ich noch so ein bisschen meine Probleme, die dann auch gleich einzusetzen. Da muss ich noch ein bisschen was handhaben. Besser handhaben, sagen wir es mal so. Joa. Ich muss sagen, ich finde das Spiel super. Macht einfach nur Spaß, die Welt zu erkunden, die Quests zu machen. Ich finde die auch alle eigentlich ganz gut gemacht. Dafür, dass es auf Ultra ist, sind die Mobs zwar heftig, aber es ist möglich, dadurch, dass du auch recht früh ja Gefährten an der Seite bekommst und, ich sag mal, du mit ein paar Möglichkeiten auch recht schnell levelst. Ich glaube, mit einem bestimmten Bereich hast du auch genügend Stärke, um dich gegen diese Viecher zu erwehren. Gut, der einzige Nachteil, den du natürlich hast, ist, solange du dich keine Fraktion anschließt, können die Höheren dir recht schnell Schaden zufügen, weil die Rüstung natürlich nicht steigt. Aber es macht ja auch irgendwie den Kitzel aus, wenn du Monster dann besiegst, trotz dass du keine hohe Rüstung hast. Also ich finde es Wahnsinn. Ach ja, warum ich auch Elix teilweise mit angefangen habe, ist, ich habe ja gelesen, dass Elix 2 dann auch bald irgendwann erscheinen soll. Ich weiß jetzt nicht, wann, welches Datum und so weiter, werde mich da auch nicht spoilern. Und für mich steht schon fest, ich werde ja immer, möchte ja 3 Slots am Ende bedienen, dass ich 3 Videos am Tag dann mal hochlade. Kann mal sein, dass es dann auch mal nicht passiert durch Familie und Arbeit dann, ne? Das kann passieren. Aber insgesamt würde ich das gerne beibehalten. Werde aber ein Let's Play dann auf jeden Fall rausnehmen, sobald Elex 2 erscheint. Werde aber Elex 1 weiterhin parallel dazu hochspielen, weil ich das auf jeden Fall durchspielen möchte bis zum Ende. Einfach mal alles auf diesem Schwierigkeitsgrad zu beenden und auch die Geschichte dann halt zu beenden. Du hast ja schon mal ungefähr. Aber es kann dann sein, dass parallel dazu schon Elex 2 startet. So, dann werden wir jetzt mal mit Rocky reden. Rock, 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 Rock. Dass der dann wieder zu den Setzern zurückkehrt. Weil ganz ehrlich, der in der Wüste von Tavar anzuknicken. Oh, rohes Fleisch. Ratnes Fleisch. Kleiner Heiltrank. Pause, sehr schön. Hey Rock! Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Ja? Deine Leute brauchen dich. Andernfalls ist alles, wofür sie gearbeitet haben, verloren. Deine Leute brauchen dich. Andernfalls ist alles, wofür sie gearbeitet haben, verloren. Warum sollte ich einen Blick auf das große Ganze verschwenden? Weil der Vonlaufen feige ist. Du meinst, es ist besser, wenn ich mich meinem Schicksal füge? In deinem Fall ja. Ich gebe es nur ungern zu, aber vielleicht ist etwas Wahres dran an deinen Worten. Ich breche gleich auf. Sonst reißt Torgal mir den Arsch noch weiter auf, als er es ohnehin schon tun wird. Solltest du tun, weil ich glaube nicht, also ich will ja sagen, eigentlich sollte jeder seinem Schicksal selber folgen. Beziehungsweise ich glaube nicht wirklich an Schicksal. Jeder sollte seinen Weg selber folgen, den er machen möchte. Und aber bei ihm, wenn er Richtung der Wüste geht, dann kannst du jetzt schon wissen, wird er nicht weit kommen. Der will jetzt, der setzt jetzt auf Waffen und alles. Größer, besser, stärker, aber was nützt ihn, sag ich mal, wenn er jetzt einen Flammenwerfer hat oder Laserwaffen und da kommen aber 3 von den Viechern, dann ist er auch verloren einfach. Das hat man ja schon gemerkt, also wir werden ja zeitweise immer noch ganz schön gefressen von den Tierchens, obwohl wir jetzt eigentlich auch schon nicht mehr schlecht dabei sind. Er hat gar keine Chance. Ist einfach so. Wegrennen. Ja, gut, er könnte die ganze Zeit wegrennen und fliehen und... Wow. Also ein paar hässliche Viecher. Aber auch eine Menge Fässer waren da, ne? Da looten wir hier erstmal ein bisschen. Oh. Shit. Jetzt bin ich hier letztens gelaufen. Aber hier ist ein Porter. Kleine Farbe. Ich greife an. Gut, damit hatte ich nicht gerechnet. Damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass da so ein Vieh herausgehüpft kommt. Da war ich kurz leicht schockiert. Oh. Da drüben!
Oh. Mal wieder. Ja, ist klar. Alter. Hilfe. Ist klar. Mist. Verdammter Mist. Da hat's mich gut erwischt. Gut, hier kam ja jetzt der Kritter raus. Das haben wir ja schon mitgekriegt. Und jetzt habe ich den in der Textur gejagt. So, der ist weg. Mann, hat er mich zu heftig erwischt. Also, das ist halt die einzige Schwierigkeit noch dabei, dass die mich halt gut erwischen. Ich glaube, ich müsste die Rüstung mal so allgemein erhöhen. Da drüben. Ja, ja, komm doch, komm doch, komm doch. So. Ich muss den leider erstmal ein bisschen rüber. Haha. Das ist mies. Ich habe mich trotzdem erwischt. Mistvieh. Jetzt habe ich dich. Du blödes du. Du blödes. Eigentlich ganz gechillt hier, ne? Schöne Aussicht. Da drüben der kalte Norden. Wenn es der Norden ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Rüge. Kleiner Mana-Trank. Elex-Trank. Und ein Heiltrank. Hey. Der kleine Heiltrank, den sollte ich mal einsetzen. Zack. Wir mal. Das ist noch nicht mehr komplett. Ja, ich muss irgendwie gucken, dass ich irgendwie noch an die zusätzlichen Materialien komme, damit ich mir dann mal mein Essen auch so ein bisschen vorbereiten kann, dass das ein bisschen... Vielleicht brauche ich mal... Fleisch ist immer gut. Dietrich, das ist ein Campingstuhl. Dann ist der Rucksack da. Ihr seid bestimmt, ihr gehört bestimmt jemanden. 100 pro Speer, Plasmazelle. Nichts weiter. Oh, eine Truhe. Öffnen. Oh, Bücherwurm und Handwerk. Plus 2 Bücherwurm. Dann könnte ich noch, wenn ich Bücher lese. Okay. Und 6. Sinn als Fähigkeit. Das ist ja interessant. Ich glaube, 6. Sinn war die Fähigkeit, dass ich dann die Viecher auf dem Radar sehe. Super. So, dann könnten wir eigentlich gleich mal noch zur Torgel gehen. Ich muss echt die Waffe dann erhöhen und dann muss ich gucken. Entschuldigung. Dass ich dann gleich mal gucke, dass ich dann auf jeden Fall auch die Rüstung erhöhe. Genau, oder halt das Leben einfach mal und dann die Rüstung. Dass ich dann wirklich weniger Schaden schon vorher abkriege. Muss eh dann auf ein bisschen auf Konstitution setzen, weil ich ja dann in den Nahkampf gehe. Ich muss aber erstmal gucken, wo was ich nutze. Weil ich eigentlich versuchen möchte, ohne Elex-Tränke auch zu spielen. Wirklich rein bleibe von dem Zeug jetzt, nachdem ich es ja genutzt habe. Sozusagen wie mit dem Alkohol. Ich bin jetzt trocken, muss trocken bleiben. So. Na, hier ist doch Knecht. Knecht. Bauer. Du bist sicher hier, um deine Nahrungsvorräte aufzufrischen, nicht wahr? Die Felder werfen ein bisschen was ab. Wir werden uns also sicher einig. Cool. Wer beschützt deine Felder? Wer beschützt deine Felder? Im Grunde brauchen wir hier keine Wachmannschaft. Die Alps haben bisher kein Interesse an meinem Hof gezeigt. Die Alps sind nicht die einzige Bedrohung.
Natürlich gibt es da noch die Viecher, aber mit ein paar Brettern lässt sich das Haus recht schnell provisorisch verbarrikadieren. Manchmal dauert es natürlich, bis so ein Biest abzieht, aber ich bin es gewohnt. Na ja, gut, ist ja auch okay. Aber 55 EP. Anzubieten? Sieh dich um. Ja, vielleicht nehme ich mal mit. Ist immer gut. Ein paar Heiltränke sollte ich jetzt doch mal wieder langsam nachfüllen. Hat mich jetzt mal ein bisschen was gekostet. Aber gut. Der macht plus 18, braucht aber Geschicklichkeit. Machen wir mal jetzt weg. Den könnte ich jetzt schon anlegen, aber ich mag diesen Finish-Move einfach nicht. Ja. Maximale Energie. Ja, ich finde aber das mit Ausdauer und Gesundheit immer ein bisschen besser. Aber halten wir erstmal noch. Was haben wir denn hier? Asselfleisch. Davon bräuchte ich mehr, damit ich mir damit was herstellen kann. Leute, verkauft doch gar keiner. Von den Viechern finde ich gar nicht viele. Ja, was haben wir denn? Na, dann, Trophäen haben wir doch ein paar wieder gesammelt. Trophäe. So, ein bisschen Geld. Bandstasche, Öllampe. Besen, Becher, Teller, Bug, Geldbündel. Die haben wir uns ja schon angehört. Super. 8600, haben wir wieder ein bisschen was nachgeholt. So, ich habe da diese Viecher gesehen. Und eine Menge Fässer. Ich würde sagen, ich habe nur noch 7 Pfeile. Nee. Nee. Muss ich erstmal wieder Pfeile nachholen, damit das überhaupt Sinn macht. Ominöser Zettel. Ist das nicht der Zettel Fred war hier? Was auch immer das heißen soll. Ominöser Zettel. Genau, Fred war hier. Ah. Kann man auch noch sammeln. Sehr schön. Eine Menge für die Chemie. Oder Chemie. Chemie. So, dann werden wir uns mal zu Thorgal zurückbegeben. Ich glaube, das müsste uns auch nochmal ein nächstes Level Up dann bringen, ne? Genau. Das andere Ding wäre in der Wüste von Tavar. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich dafür nicht etwas zu schwach auf der Bord bin. Also ich könnte da hinrennen, aber wenn ich da ja eine Quest erledigen soll, könnte es auch schon wieder recht schwierig für mich sein, da dann auch zu überleben. Aber eigentlich könnte ich mir erstmal die Brille aufsetzen, ne? Yeah. Gut. Mit Blusenauge nicht zu erkennen mit der Brille, sehe ich sie gleich. Ne, finde ich gut. Hä? Es regnet, ohne dass es eigentlich regnen sollte. Aber gut. Da haben sie ein bisschen außerhalb gebaut. Super. Faszinierende Gebilde, diese Weltenherzen. Thorgal, ich hab dir deinen Arbeiter wiedergebracht. Rock arbeitet wieder für dich. Rock arbeitet wieder für dich. Die Zeit, die uns wegen seinem Ausbleiben verloren ging, wird nur durch jede Menge Schweiß wettzumachen sein. Aber mein Fuß ist groß genug, ihm diesen abzuverlangen. Hier, für deinen Einsatz. Dankeschön. Behalte immer die Gegend im Auge. Tue ich, wie gerade oben gesehen. Irgendwo wird er ja bestimmt jetzt hier rumhocken, wa? Oh, hallo, die Damen. Ah, Rock. Na? Ich kann schön Sonderschichten schieben. Besten Dank auch. Gern geschehen. Das haben wir doch gerne gemacht. Obwohl du jetzt nicht gerade arbeitstechnisch hart ausgelastet aussiehst. So, das haben wir erledigt. Jetzt könnten wir mal gucken. Kriege ich von Ragnar jetzt dafür noch was, dass ich das erledigt habe? Aber ich wäre schon cool, wenn ich noch ein paar EP bekommen würde. Ich würde gerne mal dann wirklich jetzt das Level Up noch bekommen. So, wirklich nicht viel. Na, was hier ein bisschen fehlt, ist die Anzeige, dass du wie viel von wie viel EP noch benötigst. Das fehlt mir ein bisschen. Fand ich in Gothic eigentlich immer super cool. Würde man sich ungefähr darauf einstellen. Aus den Außengebieten bringe ich Neuigkeiten.
Ich bringe Neuigkeiten aus den Außengebieten. So, was gibt es zu berichten? Ich bin bei Torgal im Norden gewesen. Hat er die Situation im Griff? Ist das Weltenherz noch intakt? Der Posten könnte ein paar mehr Männer zur Bewachung vertragen. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. Dann nehme ich an, es gab Verluste. Minimal. Bedauerlich, aber nichts Ungewöhnliches dieser Tage. In jedem Fall danke ich dir, dass du mir Bericht erstattet hast. Nimm dies als Entschädigung. Oh, ich brauche EXP. EXP brauche ich. Haben sie irgendwo noch Leute, die mir Quests geben können? Nachtwache. Gut, dass die jetzt schlafen, ist ja dann doch irgendwie verständlich. Ah, hast du noch was? Pass auf dich auf. Nicht also, gut. Ja, dann geben wir langsam die Quests jetzt hier ein bisschen aus, ne? Damit wir dann auch ein bisschen vorankommen. Verdammt, das ist ein klein wenig ärgerlich. Ja, warte mal. Gehen wir mal weiter. Immer dieser Technik-Kram. Hätte ich das jetzt nicht, würde ich gerade wie ein roter, dunkler Fleck auf dem Boden aufkommen. Also, das würde übrig bleiben. Hallo Heiler. Was machst du hier? Schauen. Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Dann kümmere dich mal um die Kräuter. Ist jetzt doof. Gerne noch irgendwie hier gucken, dass ich noch eine Quest habe. Aber ich glaube, das sind wir dann auch jetzt wirklich durch. Oh. Du bist doch der Kerl, der über die Technik wacht. Das bin ich. Und wenn mich nicht alles täuscht, gehörst du den Jägern an. Genau. Oh. Du hast also draußen etwas gefunden, was du jetzt bei mir abgeben möchtest. Verstehe. Nein, im Gegenteil. Mir kam eine richtig gute Idee. Nein. Du hast doch sicher diese Energiewaffen. Nein. Dagegen austauschen, dann... Ah ja. Ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Aber oh, hier ist nicht der richtige Ort, das nicht zu besprechen. Triff mich in ein paar Stunden in der Taverne. Endlich jemand mit Vernunft. Bis nachher. Die Zeche geht auf mich. Stormson, das ist... Heute ist mein Tag. Nein. Weißt du, da musst du dich durch die halbe Stadt quatschen und endlich schenkt man dir Gehör. Nein. Und was genau wolltest du? Das wirst du schon bald merken. Endlich können wir unsere Äxte an den Nagel hängen. Wurde auch Zeit, dass wir uns aus diesen Rüstungen schälen. Nicht mehr lange und wir machen den Alps Feuer unterm Hintern. Ich trinke mir darauf jetzt ein paar Krüge. Hier, gönn dir auch ein oder zwei. Wir reden später weiter. Das wird übel werden. Eine neue Zeit bricht an, mein Freund. Verlass dich drauf. Nein. Nicht der. Technik. Wir können darauf verzichten. Ja, und auf die Badewanne, Dusche oder allgemein auf den Fluss verzichtest du ja auch schon stetig. Oh, weia. Oh, das könnte übel werden, denn Jora ist Angrimmsmann, Angrim hasst Technik und das könnte für Jora extrem, für Stormston. Oh. Luffy ist ja ein lieber Kerl. Und es geht nur um Technik. Also ganz ehrlich, das mit der Technik, das ist so ein Punkt, den ich... Hast du Stormson gesehen? Der geht zur Taverne. Dass du ihn gesehen hast. Er ist auf dem Weg zur Taverne. Hat er dir zufällig gesagt, wohin er aufgebrochen ist? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Oh, so ein Ärger. Dabei hatte ich gehofft, dass du mir weiterhelfen kannst. Hast du dich in der Taverne umgesehen? Das war nicht nötig, dort ist er nicht. Also nicht mehr. Ein paar Kerle haben ihn dort aufgegriffen. Wenn das stimmt, was ich gehört habe, waren das gewiss keine Freunde von ihm. Da war aber ein kurzer Tavernenbesuch. Was waren das für Kerle? Was waren das für Kerle? 100 pro von Angrim. Alle Aussagen sind recht vage. Niemand konnte mir etwas Genaues sagen. Konnten sie nicht oder wollten sie nicht? Du meinst, sie verschweigen es mir mit Absicht? Exakt. Das würde bedeuten, dass Angrim dahinter steht. Wie immer, dieser Voll. Warum will Angrim Stormson beseitigen? Warum will Angrim Stormson beseitigen? Er hat sich offen gegen das Gesetz gestellt und hat sich auf die falschen Leute eingelassen. Jemand hat ihn verraten? Ja, Angrims Spitzel, die Angehörigen des Eisenclans, sitzen überall. Aber der arme Teufel konnte seine Klappe ja nicht halten. Sieht ganz so aus. Ne, ich werde ihm... Da haben wir übrigens unsere Quest.
Ich werde Stormson ausfindig machen. Denkst du, du kannst Angrim zum Reden bringen? Das werde ich. Verlass dich drauf. Sei aber vorsichtig. Er ist nicht zimperlich. Du siehst ja, was passieren kann. Ich komme klar. Eigentlich wäre es gut, wenn wir Berserker wären und dann Angrims Platz streitig machen könnten. Das wäre geil. So, in dem Duell, ich glaube, früher war es doch bei den Berserkern, also bei den Berserkern, bei den Wikingern ja so, dass du ja den herausfordern konntest und dann, glaube ich, den Platz einnehmen könntest, wenn du im höheren Bereich warst, irgendwie sowas. Häng mich daran jetzt aber nicht auf, weil ich jetzt so weit in der Geschichte jetzt nicht drin bin. So, dann hüpfen wir mal runter zu Angrim. Gott, ich hasse diesen Kerl. Eigentlich ist das eine super coole Fraktion, aber Angrim zerstört das doch arg. Die anderen sind so ein bisschen, boah, Technik, ja, musste ich unbedingt, kann ich verstehen. Aber lassen dann doch ein paar Sachen zu. Aber das Ganze, ey, du Vogel. Hast du was mit Stormsons Verschwinden zu tun? Hast du etwas mit Stormsons Verschwinden zu tun? Stormson? Wer soll das sein? Du kennst hier jeden Grashalm und willst mir weismachen, du weißt nicht, wer er ist? Warum sollte ich mein Wissen mit dir teilen? Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Aber meiner Zwinge. Weil ich sicher bin, dass du deine Finger mit im Spiel hast. Ich sage dir jetzt mal was. Dieser Kerl dachte, er könnte unsere Regeln auf den Kopf stellen. Hausierte mit seinen wirren Ideen bei unseren Männern herum. Das konnte ich nicht zulassen. Well, wir wissen also, hast du ihn umgebracht. Also hast du ihn umgebracht. Vorsicht, Junge. Ich bin immerhin ein Warlord. Ganz mieser. Pass auf mit dem, was du da von dir gibst. Nö. Stimmt es denn nicht? Er hat bekommen, was er verdient hat. Ich habe ihn in die Wälder bringen lassen. Und dort wird er den Tod finden. Such sie auf, falls du noch eine Rechnung mit ihm offen hast. Andernfalls wird sein sündiger Kadaver bald in der Erde verrotten. Du bist so ein richtig mieses, mieses Schwein. Wirklich mies, also. Mann, der hat doch nur gelabert. Nur gelabert hat er. Mir nichts umgeplappert. War jetzt zwar nicht gerade sinnvoll, aber dennoch. Kaldon? Zeig mir deine Ware. Sicher. Hast du noch irgendwas Interessantes? Nö, hast du nicht. Gut. Mann. Den müsste man was anhängen. Den hätte ich die Kralle runterpacken müssen. Wäre ein Warlord in der Versenkung verschwunden. Ärgert mich schon wieder ein bisschen. Hey, du. Angrim hat Stormson in die Wälder abführen lassen. Angrim hat Stormson in die Wälder abführen lassen. Das ist ja schrecklich. Dann besteht kaum noch Hoffnung. Bitte, geh dem Kommando hinterher. Vielleicht kannst du sie ja noch umstimmen. Hey, ich werde es versuchen. Quest. So, wo sind die denn? Da. Dann wäre der Edan und von dem dann nach rechts weg. Wir aber mal schnell machen. Ja, wir nutzen die Möglichkeit mit dem Teleportern wirklich mal. Kommen wir mal schnell hin und her. Jetzt gehen wir mal den Weg hier rechts lang und dann da hoch. Ja, vielleicht verhauen wir die Berserker einfach, dass er dann wegkommt. Gefährliche Fässer. Wow. Upsala. Upsala. Mal nachtanken. Muss ich mal gucken, dass ich die hier herlotse. Jetzt hat er den Feuer nicht nachgelegt, verdammt. So, der ist jetzt mal weg. Zwei weg. Sehr schön. Fleisch von einer kranken Pestratte. Warte, das ist meiner. Danke für den Hinweis.
Könnte übel werden, wenn wir hier bleiben. Nehmen wir mal das Fleisch und verschwinden von hier. Sehr schön. Antike Kraftfahrzeuge. Allerorts entdeckt man diese stummen Zeugen vergangener Tage. Irgendwie mag ich den. Der ist so richtig schön angenehm. Sowas fand ich da etwas anstrengender. So, Regele müssten wir jetzt... Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Ja, wobei, das hätte ich auch gerne mal... Die Welt hier gerne mal intakt gesehen. Das wäre bestimmt interessant geworden. Oh, eine Felsasse. Sehr schön. Wäre ja noch gerne so eine Suppe daraus machen. War hier nicht gerade ein Raptor? Ja, dahinter. So, erwischt. Jetzt gucke ich mal, dass ich den hierher ziehen kann. Ach, schade. Ich hoffe, ich krieg den hier raus, aber na gut. Hallo? Nee. Nicht mit mir, mein Freund. Ich sag mal, die Gefährten helfen gut. Was dann aber wieder schwierig ist, dass die dann auch zeitweise ganz schön im Weg liegen, wenn du da mal los attacken willst. Mana, Auto, Heiltrank, Anleitung. La Cucaracha, Flugblatt. Verschlossen 1. Da können wir gleich dann lösen. Gut, kennen wir alles sozusagen schon. La Cucaracha. Den Überlebenswert erhöht. Okay. Dann brauchen wir mal kurz den hier. Genau. Zack. Sehr schön. Zu einfach. Ja, so einfach jetzt nicht. Nochmal eine Werkerrüstung. Interessant. Aber bringt mir minus 2 Rüstung. Hätten wir hier auch nochmal eine gefunden. Ja, das ist dann wirklich interessant dann wieder. Können wir verkaufen. So. Nein. Geh weg. Was willst du? Nein. Halt. Oh. Warte mal. Bist du das, Jax? Man sagte uns, du seist exekutiert worden. Sehe ich toll aus? Nein, das sagt mir aber, dass man dir nicht trauen kann. Selbst nach deinem Tod nicht. Okay. Sie haben es versucht, waren aber nicht sonderlich erfolgreich, wie du siehst. Versucht? Seit wann scheitern Alpexekutionen? Was ist dein Plan? Dich undercover irgendwo einzuschleusen? Ja, ich sag mal so, du würdest jetzt nicht mehr leben, wenn ich immer noch im Auftrag des Eispalastes hier wäre. Und du weißt das auch. Kein Plan. Sie haben wirklich versucht, mich zu exekutieren. Kein Plan. Sie haben wirklich versucht, mich zu exekutieren. Du erwartest allen Ernstes, dass ich dir das abkaufe. Tatsache ist, dass meine Kräfte verschwunden sind, seit ich von der Elex-Versorgung abgeschnitten bin. Sieh mich an. Glaubst du, der Eispalast würde mich ohne Elex hier draußen operieren lassen? Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber mein Gleiter wurde abgeschossen und Elexitor Kallax hat versucht, den Rest von mir zu erledigen. Ich fiel von einer Klippe und Kallax dachte, er hätte seinen Job erledigt. Aber ich lebe und jetzt will ich antworten. Tja, um ehrlich zu sein, deine Geschichte passt irgendwie ins Bild. Sieht ganz so aus, als würde im Eispalast momentan so einiges drunter und drüber gehen. Tatsächlich? Warum? Weißt du genaueres? Eigentlich nicht. Ich bin nur ein einfacher Soldat und schon seit Wochen hier draußen. Interessant. Also ist das dann wahrscheinlich die sogenannte Separatistenbewegung, die hier mit dem Mage sprechen. Weil sonst hätten sie uns schon angegriffen. Denn wir stehen ja auf der Abschutzliste bei den Alps. Okay, gut. Ich würde sagen, dann machen wir hier auf Feierabend für heute. Die Geschichte werden wir dann im nächsten Part dann fortführen. Wenn wir mit ihm reden.
Dann werden wir mal gucken, ob Stormson noch lebt. Und dann hoffen wir, dass wir vielleicht dann doch langsam Richtung dieser Stadt kommen. Und dann werden wir mal weitersehen. So, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr das Video geschaut habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!